Wir arbeiten gerade an etwas Großem. Und zwar an einem Bett. Das Besondere daran, wir bauen es aus 120 Jahre alten Dachsparren. Okay, noch sehen sie nicht besonders hübsch aus, aber das wird noch. Für die Aufbereitung brauchen wir in erster Linie mal jede Menge Schleifgeräte. Es ist fast alles vertreten, vom Bandschleifer über einen Exzenterschleifer bis zum Schleifroller. Nach der ersten groben Reinigung starten wir mit dem Bandschleifer und Schleifpapier der Körnung 80. Wir bearbeiten den Balken einige Male über Kreuz und in Richtung der Maserung. Allfällige Nägel und Schrauben entfernen wir mit der Kneifzange. Dann kann das Schleifen weitergehen. Hier ist Geduld angesagt, denn gut Ding braucht Weile. Der Großteil des vergrauten alten Holzes ist jetzt schon mal entfernt. Als nächstes greifen wir zum Winkelschleifer mit Schleifscheibe und überarbeiten die verbliebenen grauen Stellen. Auch der Schleifroller leistet hierbei keine schlechten Dienste. Den letzten Schliff nehmen wir mit dem Exzenterschleifer und sehr feinem Schleifpapier vor. Jetzt arbeiten wir die Struktur heraus, indem wir die letzten verbleibenden grauen Stellen abtragen. Für diesen Schritt nehmen wir uns noch einmal ausreichend Zeit. Denn am Ende soll es auch richtig schön glatt sein. Danach behandeln wir die zweite sichtbare Seite auf dieselbe Weise. Bei diesem Projekt genügt es uns, nur die zwei sichtbaren Seiten der Holzbalken so genau zu bearbeiten. Innenseite und Unterseite der Holzbalken schleifen wir dagegen nur relativ grob mit dem Bandschleifer ab. Eventuelle Risse und Sprünge putzen wir mit dem Holzmeißel aus. Im nächsten Schritt lassen wir den bisher unbehandelten Holzbalken mit Öl ein. Wir tragen das Öl mit dem Pinsel auf und geben ihm nach Herstellerangaben 5 Minuten Zeit zum Einwirken, bevor wir den Überstand mit dem Baumwolltuch abnehmen. Dann ist es geschafft und der erste Balken ergänzt seine lange Geschichte um ein weiteres Kapitel. Weiter geht es in einem unserer nächsten Videos. Sei gespannt! Hat dir das Video gefallen, freuen wir uns über einen Daumen hoch. Und nicht vergessen, Daibook abonnieren!